Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword. So, wir sollen Kiki finden. Und Kiki haben wir irgendwo wahrgenommen. Ach so. Das war der Strahl. Ja, wo könnte Kiki sein? Wo könnte Kiki sein? Hey. Hat sie vielleicht noch Informationen für uns? Meine kleine... Ah ne, Cookie, nicht Kiki. Mann. Bitte finde sie so schnell du nur kannst. Wenn ihr etwas zugestoßen ist, nein, ich mag mir das gar nicht denken. Okay. Also, Cookie. Hey. Vollkommen egal. Gib mal ein paar Ratschläge. Kann jetzt hier irgendwo unten sein. Kann irgendwo oben sein. Kann jetzt hier überall sein. Es gibt so viele Möglichkeiten. Was hat er zu sagen? Hey, Truppe, was? Du warst im Terrasladen? Pah, du doofer Angeber. Cookie, wir haben neulich beim Friedhof zusammengespielt. Als meine Mama mich gerufen hat, bin ich nach Hause gelaufen. Was ist denn passiert? Oh, danke für den Hinweis am Friedhof. Dann gehen wir mal zum Friedhof. Cookie. Ah, der hat auch noch was zu sagen. Hast du das gehört? Ein kleines Mädchen ist verschwunden, als es beim Friedhof gespielt hat. Wie kann denn in solch einem kleinen Dorf ein Kind einfach verschwinden? Du sagst, es könnte sein, dass sie von einem Dämon versteppt wurde. Das kann doch nicht möglich sein, oder? Da fällt mir etwas ein. In der Nähe des Wolkenhorts lebt ein alter Mann. Dort etwas über Dämonen erzählt. Er redet ständig wirres Zeug, deshalb hat ihm bis jetzt niemand so recht geglaubt. Wo der alte Mann jetzt ist? Ich glaube, dass er meist in der Kürbisbar östlich des Wolkenhorts sitzt und dort die Zeit totschlägt. Aber du musst mit deinem Wolkenvogel dorthin fliegen. Vergiss das nicht. Ja gut, das war ich ja schon. Es sei denn, die wollen mich jetzt nochmal hin und her schicken. Was natürlich gut sein kann. Kiki. Cookie. Mann, wie komme ich mal auf Kiki? Cookie! Cookie. Das bringt nichts. Okay. Vielleicht ist da oben was. Okay, bist du da oben drauf? Nö, da oben drauf ist es schon mal nicht. Dann gehen wir mal zurück zur Kürbisbar. Vielleicht finden wir da was heraus. So. Halt, wir müssen mal gucken, wo wir hin müssen. Oh, da hat sich auch wieder was getan. Aber nein, wir müssen erstmal dahin.
zum blauen Strahl. Da. Und zum Flug. Da. Verdammt. Erinnert so ein bisschen an Wind Waker, oder? Die einzelnen Inseln abfliegen. Okay, und jetzt wo ich sehe, ja, ist eher ein Kürbis als alles andere. Okay. Okay. Achso, das ist mein Strahl. Melde ich mich erstmal von meinem Lieferservice zurück. Der Kronleuchter immer noch da unten? Nein, der ist da oben. Wolkenhortmonster? Du glaubst mir doch, oder? Eigentlich ist es gar kein Monster, sondern ein Dämon. Niemand überlebt die Begegnung mit ihm. Was? Du willst wissen, ob ich schon mal das gesehen habe? Ja. Ich habe ihn gesehen und ich kann auch nur davon berichten, weil ich die Beine in die Hände genommen habe und geflitzt bin. Jemand mit weniger Glück hätte mit Sicherheit ins Gras gebissen. Wie dem auch sei, ich habe dieses Biest mit eigenen Augen gesehen und lasse mir nichts anderes erzählen. Ich lief also gerade in der Nähe des großen Baumes auf dem Friedhof, mitten in der Nacht. Der Dämon schlug auf den Grabstein beim großen Baum, welcher sofort hell aufleuchtete. Dann schob er den Grabstein zur Seite und plötzlich öffnete sich die Tür zum Schuppen. Der Dämon ging hinein und schloss mit einer für eine Bestie sehr unüblichen Eleganz die Tür hinter sich. Ich werde diesen Anblick meinen Lebtag nicht vergessen. Halte dich nachts vom Friedhof fern. Okay, gecheckt. Einmal schlafen. Ausgezeichnet, du hast den Schwertmeister die Suppe gebracht. Nun dann, lass mich kurz mit deinen Schulden für den kaputten Kronleuchter verrechnen. Aber schuldenfrei bist du immer noch nicht. Ich finde schon noch eine Aufgabe für dich. Schau später wieder bei mir vorher. Vielleicht ist mir ja bis dahin etwas eingefallen. Das war jetzt sehr einfach. Aber okay, gut, dann... Okay, suchen. Oh nein, ich meine nicht den Keks. So. Halt, wartet. Wir gehen dahin. Das ist die Insel. Nicht elegant gelandet, aber gelandet. Ein Herzteil erhalten. Damit hast du nun einen vollständigen Herzcontainer. Deine Lebensenergie wird um ein Herz erhöht. Gut. So, ah, da ist auch noch was Grünes. Und jetzt geht's zurück. Wir nach oben fliegen. Schön nach oben. So.
Schön dahin fliegen. Und dann muss ich jetzt hier gleich mal absteigen. Wow. Hallo Toplay, weißt du denn schon, wo unsere Zelda ist? Oh, ich verstehe. Und dann streng dich an. Da fällt mir ein, ich habe den eben Cookies Mutter noch hoch zum Tempel laufen sehen. Was sie wohl dort macht? Was sagst du, die kleine Cookie ist verschwunden? Wie schrecklich, ich mache mich sofort auf die Suche. Du solltest auch ein paar Leute fragen, ob sie vielleicht Cookie gesehen haben, Toplay. Ja, aber auch dazu habe ich schon eine Lösung parat, ne? Die schlafen. Norden, Statue der Göttin. Osten, Wohnviertel. Süden, Dorfplatz. Westen, Ritterschule. Super. Zimmer von Toplay. So. Bis wann möchtest du schlafen? Bis nachts. So, dann gucken wir doch mal, was jetzt hier nachts los ist. So, nachts müssen wir jetzt mal zum Friedhof gehen. Es macht Sinn, hier lang zu gehen. Was? Warum ist hier alles zu? Warum ist da unten zu und hier oben ist offen? Jo. Ja? Herr Toplay, pass bloß auf, in der Nacht sind allerlei Monster unterwegs. Ich mache hier meinen Rundgang und sehe nach dem Rechten. Um diese Zeit kriechen die Geister und Ungeheuer aus ihren Löchern. Es ist die Pflicht eines Ritters, die einfachen Menschen zu beschützen, findest du nicht? Was sagst du da? Es ist normal für einen Ritteranwärter so etwas zu tun. Für mich jedenfalls ist es das. Die Sicherheit und der Dank der Dorfbewohner sind mir Belohnung genug. Das ist es, was ein Ritter ausmacht. Und auch du wirst eines Tages verstehen, Toplay. Ja, ja. Na komm. Das ist ein böses Kätzchen. Mein Herz. Hey, hallo, gibt's ja. So, wir müssen zum Friedhof. Ja, hab ruhig Respekt vor mir. So, wartet mal. Wo ist der Friedhof? Da. Der, der nahe am Baum ist. Und bewegen. Und da sind wir auch schon. Dann schauen wir mal, Cookie, wo du bist. Wenn ein Dämon sein soll, dann werde ich den Dämon definitiv erstmal zeigen, wo der Ziegenbock den Honig hängen hat.
Ein Dämon. Hilfe, nicht schlagen. Bitte verschone mich. Ich mag furchteinflößend aussehen, aber ich bin kein Unhold. Lass mich dir zuerst etwas erklären. Mein Name ist Morsego. Und wie du ja sehen kannst, bin ich ein Dämon. Ich wohne hier im Wolkenhort. Aber ich tue keiner Seele etwas zuleide. Und Kindesentführung liegt mir fern. Im Gegenteil, dieses kleine Mädchen ist die einzige, die keine Angst vor mir hat. Die Tatsache, dass sie mit mir Zeit verbringt, ist wie ein Geschenk für mich. Ich wäre ja sogar mit den Menschen hier im Dorf befreundet. Doch leider fürchten sich alle aufgrund meines dämonischen Aussehens vor mir. Dabei würde ich mir wirklich gerne mit den Menschen anfreunden. Aber ich fürchte, dass mein Aussehen sie immer wieder in die Flucht treiben wird. Es ist eine Tragödie. Obwohl, es gibt allerdings eine Legende, die man sich unter den Dämonen erzählt. In ihr ist von den Juwelen der Güte die Rede, die man erhält, wenn man Menschen eine Freude bereitet. Mit einer großen Anzahl dieser Juwelen der Güte soll es möglich sein, sich von einem Dämon in einen Menschen zu verwandeln. Ich habe einen Entschluss gefasst. Ich möchte ein Mensch werden. Junger Edelmann, ich habe das Gefühl, dass du ein Mann reines Herzens und voller Güte bist. Aus diesem Grund würde ich dich gerne bitten, für mich die Juwelen der Güte zu sammeln. Würdest du das für mich tun? Oh, tatsächlich? Ich habe gehört, wenn man Menschen hilft, ihre Probleme zu lösen, erhält man die Juwelen der Güte. Manchmal erscheinen sie auch an Orten, an denen sich viele Menschen versammeln, überall im Wolkenmeer. Auch der Wolkenhort ist solch ein Ort. Oh, das reimt sich. Ich habe dich, der du ein reines Herz hast, verzaubert, sodass du von nun an die Juwelen der Güte sehen kannst. Der Zauber wirkt jedoch nur nachts. Suche die im Wolkenmeer verteilten Juwelen der Güte, also stets in der Nacht. Ich werde dich selbstverständlich reich dafür belohnen, das steht außer Frage. Aber wo ist jetzt das Mädchen? Hi. Der Dämonenonkel ist gar nicht böse. Er hat mich gerettet, als ich fast von einer Klippe gefallen wäre. Nachts ist es draußen gefährlich, hat er gesagt. Deshalb warte ich, bis es hell ist. Dann gehe ich wieder zurück zu Mama und sage ihr, wo ich war. Ja, genau. Mama, ich bin wieder da. Ich war bei einem Dämon. Ach, dann ist ja alles gut, wenn du nur bei einem Dämon warst. Okay, das ist kein Absprungpunkt. Vorsicht, Neuanwärter. Wenn du dich so anstellst, wirst du bestimmt kein guter Ritter werden. Und vergiss nicht, dass nur wir Ritter von den Luftrettern dazu befugt sind, nachts Wolkenvögel zu reiten. Schreib dir das hinter die Ohren. Hey! Na toll. Ich darf nachts noch gar nicht reiten. Ist ja doof, wenn ich nachts nicht reiten darf. Ernsthaft nicht? Ich probier's nochmal. Hä? Och, Mann! Ist ja ärgerlich. Mann! Wenn ich aber nachts jetzt los möchte, was ist dann? So. Ruhe. Ah, da ist eins. Juwel der Güte erhalten. Diese Juwel ist aus Dankbarkeit einer unbekannten Person entstanden. Noch mehr Dankbarkeit in kristallisierter Form. Alter, wie viele Sammelobjekte es hier gibt. Huh?
Na komm. Moment. Haha! Ein Himmelsanbeter gefangen. Mit seinen starken Greifarmen macht dieses Insekt Jagd auf seine Beute. Es lebt gerne in luftigen Höhen. Okay, das haben wir. Du hast Glibber erhalten. Nichts besonders hübsch, aber für eine Vielzahl von Dingen verwendbar. Das könnte die Werkstatt von dem einen sein, die ich mal gesucht hatte. Ich wusste, wo ich das suchen sollte. Katze ist weg oder was es da auch immer war. Ja, maut's nur weiter rum. Weißt du, ich bin nur Liebes für dich und dann fängst du so an, so gemein zu sein. So. Also, guck mal, was wir hier finden. Na komm, du kommst eh nicht übers Wasser. So. Wir laufen einfach mal da hoch. Mann! Mal schauen, ob wir hier was in der Höhle finden. Hinter dem Wasserfall die Höhle. Da haben wir noch was. Ein Wolkenglühwürmchen gefangen gilt als das seltenste Insekt überhaupt und kann ausschließlich an dunklen Orten gefunden werden. Na komm. Oh. Komm her. Moment, das geht da noch tiefer. Wo bin ich denn jetzt hier? Bin ich denn hier jetzt? Jedenfalls an der richtigen Stelle ein Juwel der Güte. Das muss er jetzt nicht für jedes Mal machen, oder? Hier geht's aber nicht runter, oder? Nein, 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 okay. So. Gehen wir wieder rein. Dann gehen wir mal da hoch.
Nein, da unten ist nichts drin. Nein, der Rubin. Und dann klettern wir hier hoch. Okay, also hier ist weiter nichts. Das ist schon mal nett zu wissen. So, hier hoch, hier hoch, hier hoch. Überall schnell durch, ja. So. Da hochkommen. Wunderbar. So. Blödes Vieh. Damit haben wir ja schon mal ein paar Stück entdeckt. Die Frage ist halt, wie viel will er haben? Was gibt es dann für Belohnungen? Ab welchem Punkt? Alter, du blödes Fledermaus-Ding, ey. Da ist nochmal einer. Gehen wir hier hoch. Gehen hier hoch. Gucken hier um die ganzen Ecken. Ah. So. Also hier scheint nichts zu sein. Okay. So. Dann gehen wir dahin, denn dort hinten hatte ich noch welche gesehen. Oder einen. Ich habe jetzt 5 Stück. 5 Stück wäre ja eigentlich erstmal ein Anfang, oder? Hier sind schon sehr viele Anspielungen, sehr, sehr viele Anspielungen Richtung Breath of the Wild, weil das war ja das letzte Spiel vor Breath of the Wild. Also insofern würde ich mal sagen, sind da einige sehr starke Parallelen vorhanden. So, dann gehen wir jetzt nochmal hier um den Turm herum. Vielleicht finden wir hier hinter noch was. Nein. Mit der Kamera, das ärgert mich so. Derbe. Die Kamera ist jetzt frei bewegbar. Okay, schön und gut, aber... Das überzeugt mich jetzt nicht so, die Kamerasteuerung. So, da oben könnte noch was drauf sein. So.
das da, wartet mal. Nein. Ich halte extra gedrückt, ne? Nur für die Glocke. Das da oben kann ich nicht. Guck mal, wenn mal, ob da oben noch irgendwas ist. Ich sehe es ja. Wenn da was sein sollte. Aber nein, da ist nichts. Das heißt, da brauche ich schon mal nicht rauf. Ob wir hier irgendwas finden? Da drunter ist schon mal nix. Hier unten ist auch schon mal nix. Dann gucken wir mal, ob hier unten irgendwas ist. Nein, da ist auch nix. Da unten ist auch nichts. Weg mit dir. Hier hochlaufen. So. Ist hier irgendwo was? So. Oh. Nehmen wir. Nee, auch hier ist nichts. Jetzt gucken wir hier außen lang. Hier irgendwas sein könnte. Scheint aber auch nichts zu sein. Mann, blöder Schleim. Ich werde jetzt hier gleich jeden Punkt durchsuchen, ne? Die Nummer anmerken. Okay, aber ich entdecke hier nichts mehr. Achso, das ist offen. Na. Okay, dann können wir jetzt zurück zum Dämon gehen. Weil ich nicht wirklich finde, dass es ein Dämon ist, aber ist in Ordnung. Ein Dämon hätte nämlich nicht so eine liebe Seele. Ja, aber es gibt ja immer wieder Menschen, die halt... Sekunde. Vielleicht ist da oben was drauf. Das ist ja ein Nest. Was war das da oben? Das kriege ich nicht. Wie komme ich denn darauf? Komme ich darauf? Egal, gehen wir mal zum Dämon und bringen ihm mal seine ersten netten Sachen. Wir
das Ding jetzt nochmal aufmachen? Nee, ne? Gut. Ah. Mir manchmal wünschen würde, dass die Kamera automatisch sich anpassen würde. Hm. So, lieber Dämon. Oh, du hast wirklich viele Juwelen der Güte für mich gesammelt. Ich bin sehr glücklich. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ich brauche leider noch mehr Juwelen der Güte, um endlich ein Mensch werden zu können. Bitte sei so gnädig und hilf mir noch ein wenig mehr. Gut, wie ich ihm helfen werde, das erfahrt ihr natürlich dann erst im nächsten Part. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trohort rein. Tschö, tschö.